Hallo und herzlich willkommen, Gaming-Podcast, Folge Nummer 6, diesmal mit Gaming im Kino. Bevor wir anfangen, mal danke an alle Kanalmitglieder für die Unterstützung. Das motiviert wirklich sehr und heute geht's um Gaming und Kino. Warum dieses Thema? Weil ich war in den letzten Tagen erstaunlich oft im Kino. Ich würde mal so sagen, ich war in den letzten Wochen so oft im Kino wie das ganze letzte Jahr oder so. Ich glaube, das kommt sogar wirklich hin. Was habe ich mir angesehen? Natürlich, also ich habe mir 3 Filme angesehen und da werde ich heute auch ein bisschen drüber quatschen. Wir quatschen heute über natürlich Mario, der Film. Dann quatschen wir über Dungeons and Dragons, Ehre unter Dieben. Und dann quatschen wir noch über John Wick Kapitel 4. Und natürlich immer alles schön brav mit Gaming-Bezug. Wir sind ja hier in einem Gaming-Podcast, aber wir nehmen hier das Gaming natürlich sehr weit gefasst. Gaming ist sozusagen nur hier der Background. Ja, Mario, der Film. Eigentlich ist es ja der Super Mario Bros. Movie. Und ich habe mir den gestern erst im Kino angesehen und ich kann sagen, so viel vorweg, ich war begeistert, obwohl die Kritik zum Film richtig übel ist. Also, was war da los? Auf Metacritic hat Super Mario Bros. Der Film bei 48 Reviews von professionellen Leuten, die Filme kritisieren, eine Wertung von 47%, also 47 Punkte von 100. Das ist für einen Film eigentlich schon ein ziemliches Armutszeugnis. Und da würde man sagen, das ist eigentlich kein besonders guter Film. Den kann man auslassen. Aber die User Score, also dort, wo die Leute wie du und ich bewerten, die keine professionellen Kritiker sind, die User Score liegt bei 8,6 und 8,6 hingegen ist richtig gut. Und eine 8,6 Wertung bei aktuell 463 Ratings. Das ist wieder extrem gut. Selten, dass die Schere zwischen Kritikermeinung und Laienmeinung, also die Anführungszeichen, die ich jetzt mache, habt ihr natürlich nicht gesehen. Ja, der Unterschied zwischen Kritikermeinung und Laienmeinung selten so auseinander gewesen wie hier. Aber wie kann das sein? Warum finden die einen Super Mario Bros. Movie so geil und die Kritiker eher nur so mittel? Naja, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, ich sag's mal so, mit der Story. Ganz einfach, die Geschichte ist relativ einfach gestrickt, so wie man es halt von einem Mario-Film erwarten würde. Rettet die Prinzessin aus teuflischen Klauen, sozusagen, das ist hier das Motto. Wobei die Prinzessin muss überhaupt gerettet werden, die ist in dem Film eigentlich ganz schön OP, ganz schön stark. Aber ich möchte zu allen Filmen eigentlich nicht so viel spoilern. Aber die Geschichte ist halt einfach gestrickt, wie bei den Spielen halt auch. Ich meine, wie viel Story haben wir bei den Mario-Spielen? Prinzessin, Königreich retten, Ende. Das war's dann auch schon. Ein bisschen drumrum. Aber Story ist eher mehr so Mittel zum Zweck als sonst was. Und ähnlich ist es eigentlich auch im Film. Ich persönlich fand die Story im Film voll okay. Jetzt nicht Oscar-verdächtig, keine Frage. Aber mehr hätte ich mir auch nicht erwartet. Als Filmkritiker natürlich, da ist klar, die wollen natürlich ein bisschen mehr an Story sehen. Und was halt auch noch so dazu spielt, ich als Super Mario, kann ich mich als Super Mario Fan bezeichnen, ohne komplett uncool zu sein? Wahrscheinlich nicht, egal. Ich als Super Mario Fan finde, dass in dem Film wahnsinnig viele Details halt drinnen sind, die man halt auch nur als Fan beziehungsweise Nintendo Fanboy erkennt. Der Film hat wahnsinnig viel Fanservice, es sind so viele ganz kleine Details drinnen, die hier an ein Game erinnern, da an ein Game erinnern, da an eine Szene aus Super Mario erinnern und man kennt sich so von aus, ah, das ist von dort, ah, das ist von dort, ah, genau wie im Spiel und so weiter.
Und ich denke mal, die ganzen Kritiker, die diesen Film hier beurteilt haben, die kennen diese ganzen Anspielungen wahrscheinlich einfach nicht, weil die wenigsten Filmkritiker wahrscheinlich Hardcore-Mario-Fans sind. So wie viele da draußen, ich würde mich jetzt nicht als Hardcore-Mario-Fan bezeichnen, aber ich kenne mich im Mario-Universum halt doch ganz gut aus. Und ja, das ist bei den Filmkritikern wahrscheinlich nicht der Fall und daher auch hier die nicht so tolle Wertung, weil wenn man diese ganzen Anspielungen nicht erkennt, dann findet man es halt nicht so cool. Man freut sich halt schon, wenn man hier und da einen Yoshi entdeckt oder irgendein altes Videospiel entdeckt, das man feiert oder eine Anspielung darauf. Also es sind auch Anspielungen aus Nicht-Mario-Spielen drin, nur so mal als Anmerkung. Und das haben die Kritiker wahrscheinlich hier nicht beachtet. Nehme ich mir mal an, der Humor wurde auch kritisiert von den Kritikern. Also ich fand es lustig, aber ich finde schnell mal was lustig. Ich habe ein bisschen einfachen Humor, sagen wir mal so. Ich kann über einfache Sachen auch lachen. Aber ja, das sehen die Kritiker halt auch anders. Es ist halt ein Film für Fanboys. Es ist ein Film für Fanboys und Fangirls, die halt Mario feiern und für alle, die halt Mario gern haben, egal in welcher Altersklasse, es holt mich ab, ich bin doch schon ein bisschen älter, aber es waren genauso Kids im Kino, die, ich weiß nicht, so 6-7 Jahre alt waren, die sich dann mega zerkugelt haben und gefreut haben, dass dann Mario da über den Bildschirm hüpft. Also ich glaube, der Film kann jeden abholen, aber wenn man halt kein Mario-Fan ist und mit dem Franchise nichts anfangen kann, dann ja, dann kann man es Mario-Film auch ruhig mal auslassen. Der Mario-Franchise. Ich finde Franchise immer noch ein komisches Wort. Aber okay, machen wir weiter. Ich habe mir nicht nur den Mario-Film angesehen. Ein paar Tage davor hatte ich die Gelegenheit, mir Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben anzusehen. Ein Film, der jetzt auch gerade im Kino angelaufen ist, kurz vor Mario und kurz nach John Wick. Ich glaube ja, dass der Film ein Problem haben wird, nämlich, dass ihn keiner ansieht, weil alle in den Mario-Film gehen oder sich eben John Wick anschauen. Ich glaube, Dungeons & Dragons wird richtig, richtig schlechte Quote haben bei den Zuschauerzahlen und das komplett zu Unrecht. Nämlich Dungeons & Dragons, muss ich sagen, ist einer der besten Filme, die ich so in letzter Zeit gesehen habe. Ich habe oft das Problem, dass mir Filme einfach zu lang sind, beziehungsweise oft denke ich mir einfach, die Story, die hätte man aber auch irgendwie kürzer und knackiger zusammenpacken können. Und das habe ich mal hier so ausnahmsweise gar nicht gehabt. Was ist Dungeons & Dragons Ehre unter Dieben? Es ist eigentlich ein Film wie ein Rollenspiel. War vom Namen her zu erwarten, aber es ist wirklich Programm. Die Truppe fängt an, sich zusammenzusammeln. Es werden immer mehr sozusagen. Es entsteht so eine kleine Gruppe an Helden. Und jeder dieser Helden, der hat natürlich wie bei einem JRPG so üblich halt auch seine Spezialfähigkeiten. Und genauso ist es da eben im Film auch. Und ich finde das total nett. Man hat so das Gefühl, man spielt so einfach so ein Rollenspiel. Also viele werden es natürlich nachdenken an die Pen and Paper Games so. Ich verbinde das halt eher mit den Videospielen, da ich nie Pen and Paper oder nur einmal Pen and Paper gespielt habe. Verbinde ich das eher mit JRPGs und so Rollenspielen halt. Der Film hat richtig geile Effekte, also auch von den Effekten richtig gut gemacht. Die Geschichte finde ich top, also die Geschichte gibt es auch nichts. Es hat guten Humor und ja, ich leite Dungeons & Dragons, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, Dungeons & Dragons, schaut euch da das an. Nicht zu verwechseln übrigens Dungeons & Dragons Ehre unter Dieben mit Dungeons & Dragons aus dem Jahre 2000. Da gab es auch schon mal Dungeons & Dragons und nachher sogar ein paar Fortsetzungen. Den alten Dungeons & Dragons aus 2000 habe ich auch gesehen. Der war eigentlich schon ganz okay. Aber Ehre unter Dieben, der aktuelle, Leute, große Schauempfehlung für alle, die so ein Rollenspiel mal als Kinofilm sehen wollen. Ist super. Ja, wie gesagt, schade, dass der wahrscheinlich untergehen wird, neben den ganzen Filmen, die hier aktuell
laufen. Also schaut euch an, wenn ihr im Mario-Film drin seid, bleibt gleich im Kino und geht weiter, ein Kino weiter und zieht euch Dungeons & Dragons auch gleich rein. Beziehungsweise behaltet den Film einfach ein bisschen im Kopf, wenn er dann mal als Stream zur Verfügung ist irgendwo. Auf jeden Fall anschauen, total sehenswert. Was war denn noch so im Kino? Genau, dann war ich auch noch die Woche, es ist total crazy, so oft ins Kino zu gehen, John Wick Kapitel 4 und auch da krasse Videospiel-Vibes hier bei John Wick Kapitel 4. Ich habe alle Teile gesehen und bevor ich ins Kino reingegangen bin, hat mir schon einer entgegengebrüllt: Oh, John Wick 4, das ist der schlechteste Teil von allen, furchtbar, was habt ihr mit John Wick gemacht? Na, so in der Art wurde ich begrüßt mit Leuten, die aus dem Kino rausgekommen sind, und da habe ich mir schon gedacht, ei. Aber das war dann aber nicht so. Es war nicht so. Also das kann ich schon mal sagen. John Wick Kapitel 4 ist ähnlich wie Kapitel 3 oder 2. Da habe ich jetzt nicht so viel Unterschied gemerkt. Der erste Teil war da doch der storylastigste. Also John Wick Kapitel 1 finde ich immer noch der geilste, weil er halt so ein bisschen die Figur aufbaut und den Helden darstellt. Kapitel 4 ist halt jetzt so, sagen wir mal so, was ich so ein bisschen Problem hatte, es wirkt ein bisschen wie ein Superheldenfilm. Klar, auch den ersten Teil konnte man oder sollte man nicht ernst nehmen und die anderen Teile auch, aber bei Kapitel 4 jetzt sind halt alles so hart überpowered, will ich einmal nur sagen. Also das wirkt schon sehr superheldenartig. Schwierig, finde ich. Also da hätten sie einfach ein paar Szenen rausstreichen können, dann wäre das Superhelden-Feeling nicht ganz so rübergekommen. Dann hätte man doch sagen können, okay, ist wirklich ein harter Actionfilm und dass der halt alle niedermetzelt, der ist halt einfach der oberbegabte Metzler und metzelt halt alles nieder. Also ich finde, die anderen Teile waren noch realistischer, unter Anführungszeichen jetzt wieder mal. Ja, die Geschichte von John Wick Kapitel 4 so mittel, aber wer schaut John Wick, um eine gute Geschichte zu sehen? Ich hoffe, niemand. Es gibt ca. 2 Leichen pro Sekunde. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, ist eine grobe Schätzung. Aber also genauso, wie man es eigentlich erwartet. Aber was hat das Ganze mit Gaming zu tun? Ja, es gab eine Szene im Film, wo man alles plötzlich aus der Vogelperspektive von oben sieht. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Hotline Miami kennt, aber es war genau wie in Hotline Miami. Man sieht von oben das Spiel, wie im Videospiel Hotline Miami, von oben, er geht durch und ranzt und schanzt einfach alles weg, was da ist. Ich weiß nicht, die Szene geht so, glaube ich, 5-6 Minuten. Und sieht einfach mördergut aus. Also das ist wirklich eine Szene, die feiere ich total. Realistisch, unrealistisch, egal. Es sieht aus wie ein Ego-Shooter. Hotline Miami aufpoliert auf 4K. Richtig geil. Da hat auch dann ein bisschen erinnert, teilweise an Cyberpunk 2077. Natürlich wegen dem Schauspieler, natürlich Keanu Reeves, Cyberpunk 2077. Aber da fehlt ein bisschen die Neonfarbe. Aber also ich habe da sofort wieder Bock bekommen, auch Cyberpunk 2077 zu spielen, weil zumindest ich bin mittlerweile bei Cyberpunk 2077 so weit, dass ich so mega überpowered bin, teilweise in den Missionen, dass ich da einfach auch nur noch durchgehe und alles wegschranze, was da drinnen ist. Ähnlich wie hier John Wick in Kapitel 4. Ja, also hat auch Spaß gemacht, John Wick Kapitel 4. Ist aber der Film, den ich am wenigsten empfehlen würde von den dreien, auch wenn der Spaß gemacht hat. Da war Dungeons & Dragons und Mario deutlich besser. Aber ich habe auch von John Wick 4 ein bisschen Albträume bekommen. Also für mich war es von der Brutalität ein bisschen zu viel. Ja, John Wick, der Humor von John Wick ist auch fragwürdig. Also ich finde es okay, aber es gibt ein paar sehr humorvolle Momente, wo die Leute im Publikum doch ein bisschen durchatmen mussten, weil das nicht jeder unbedingt lustig gefunden hat.
Also meine Begleitung hat es nicht so lustig gefunden. Ich musste mich dann ein bisschen zusammenreißen mit dem Lachen. Aber ja, also es ist fragwürdiger Humor in John Wick Kapitel 4 teilweise. Ja, so ein Splatter-Humor halt. Ja, aber was mich gewundert hat, bei allen drei Teilen, alle drei Filme haben doch irgendwie erinnert an Videospiele, also mich zumindest. Und in den Voranzeigen keine einzige Werbung für Videospiele. Das ist doch irgendwie komisch. Werbung im Kino scheint nicht sehr zielgerichtet zu sein, oder? Ich glaube jetzt nicht, dass es zu teuer ist, weil Videospielfirmen geben ja mittlerweile auch Geld ohne Ende für Werbung aus. Und sich dann gehen zu lassen, vor dem Mario-Film Werbung zu machen für ein Mario-Spiel, hallo? Also wäre ich dann Nintendo, würde ich da einfach vorher jedem Film hier, vor jedem Mario-Movie, würde ich da einfach knallhart Mario-Kart-Werbung hinknallen. Oder Super Mario Odyssey-Werbung hinknallen. Ich glaube, dass keine Ahnung, warum sie sich das entgehen lassen. Verstehe ich nicht. Entgeht komplett meiner Vorstellungskraft, wo man da nicht Werbung für Videospiele macht. Oder zum Beispiel vor John Wick. Warum macht man vor John Wick nicht einfach Werbung für Cyberpunk 2077? Wie geil wäre das denn bitte? So eine geile Cyberpunk 2077 Werbung. Alle glauben vielleicht schon, der Film fängt an, weil Keanu Reeves auf der Leinwand ist. Aber nein, es ist Cyberpunk 2077 und dann startet erst der Film. Würde ich super fühlen. Wäre sicherlich, also wenn ich dir auf die Idee komme, verstehe ich das nicht, warum das nicht irgendwelche Marketing-Heinzes machen. Also da könnte mal jemand bei CD Projekt anklopfen und fragen, was ist da los, warum sehe ich da keine Cyberpunk 2077 Werbung vor John Wick? Ich glaube nicht, dass es ein rechtliches Problem ist, weil Werbung kann ich ja für alles schalten, was ich will, vor einem Kinofilm. Komisch, ich glaube nicht, dass Kinowerbung so teuer ist, aber was weiß ich schon. Apropos teuer, was für eine Überleitung. So eine Kinokarte aktuell ist nicht gerade billig. Also so eine 3D-Kinokarte, also wenn man sich zum Beispiel den Super Mario Film in 3D ansehen will, den gibt es in 3D und in 2D. In 3D kostet der Super Mario Bros. Movie 13,50 Euro in Österreich und in 2D kostet es 8 Euro. Wohlgemerkt, unter der Woche. Nicht an einem Feiertag oder so, da kostet es mehr. Das sind die verbilligten Preise hier unter der Woche. 13,50 Euro für 3D finde ich schon heftig für unter der Woche. Wahrscheinlich, ich tippe mal drauf, dass der Wochenendpreis dann wahrscheinlich 15 Euro sein wird. Oder sowas bei 15 Euro. Ja, und ohne 3D, ich habe mir alle Filme übrigens ohne 3D angesehen. Ich habe keine Ahnung, ob es Dungeons & Dragons und John Wick in 3D geben würde. Aber mir gibt das 3D keinen Mehrwert. Ich schaue mir die Sachen immer in 2D an. Brauche ich irgendwie nicht. Ja, also keine Ahnung, warum Kino so teuer ist. Könnt ihr mir mal schreiben in die Kommentare, ob Kino bei euch auch so teuer ist mittlerweile. Aber ich glaube, zumindest hier in Österreich liegt es daran, insbesondere und vor allem in Wien und Umgebung, gibt es eigentlich nur Cineplex. Früher gab es Cineplex und UCI Kinowelt, aber Cineplex hat alle UCIs hier aufgekauft und jetzt ist einfach alles nur noch Cineplex. Ganz selten, da muss man aber echt danach suchen, gibt es so ganz kleine Kinos, in so einem war ich übrigens und habe dann für die Nicht-3D-Karte nochmal ein bisschen weniger gezahlt. Da gibt es dann Kino für 7 Euro, wenn man dann so ein kleines Kino reingeht. Also die kleinen Kino, da kann man noch mal schon sparen. Also mit kleines Kino meine ich jetzt kleine Kino, also keine Kinokette, sondern halt einfach ein Kino, was halt nicht Cineplex oder UCI, whatever ist, sondern halt von einer Person betrieben wird oder so. Und ab und zu gibt es das hier noch in Wien, aber das findet es auch echt schon selten. Vor allem außerhalb, so am Land draußen, ist es, glaube ich, mittlerweile noch schwieriger, in ein Kino zu gehen, was kein Cineplex ist. Ja, und was passiert natürlich, wenn es nur noch Cineplex gibt? Natürlich, die können mit den Preisen machen, was sie wollen, weil es gibt ja eh nur Cineplex. Sonst gibt es eigentlich nichts.
Da gibt es jetzt mittlerweile auch im Cineplex, wenn du eine halbwegs vernünftige Karte haben willst. Weiter hinten zahlst du, glaube ich, noch mehr. Das habe ich jetzt da gar nicht nachgesehen. Also 13,50 Euro ist der Normalpreis. Die letzten drei Reihen hinten, also die besten Reihen, wo, keine Ahnung, ich glaube, die Sitze sind genauso verdreckt wie die anderen. Aber die besseren Sitze von der Sitzposition her kosten nochmal einen Euro mehr oder so. Und ja, die können das halt machen, wenn man kaum Möglichkeiten hat, auszuweichen. Ich glaube, in Wien gibt es, also von den großen Kinos fällt mir eigentlich nur ein, das Lugner City Kino. Ich glaube, das wäre das einzige von den großen, die nicht zum Cineplex-Konzern gehören. Ja, eigenes Kapitel, Globalisierung und der Kino. Die Kleinen sind gestorben, Cineplex kauft alles auf. Naja, mal sehen. Ihr könnt mir gerne sagen, ob das in Deutschland vielleicht auch so ist. Damit komme ich auch schon zum Ende vom Podcast heute. Hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Wieder wie immer eine Woche zeitexklusiv für alle, die hier Kanalmitglieder sind. Kanalmitgliedschaft gibt es hier unglaubliche 1 Euro. Wer will, kann auch 2 Euro zahlen. Und damit seid ihr Erster, der der Podcast hört, also mit 1 Euro dabei und dafür eine Woche zeitexklusiv die neueste Folge hören. Und natürlich mich ein bisschen motivieren, natürlich hier auch, so viel ist klar. Gut, Sonntag 21 Uhr geht's weiter mit Zelda Breath of the Wild, diesmal wahrscheinlich im Endgame. Würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid und natürlich am besten live um 21 Uhr jeden verdammten Sonntag.